auf, wieder alles aufwischen. Ist gut, Mama. Er hat den Mund zugehalten. Na du Jungpiefke, nur immer nicht im Bett. Das Fernsehen macht dich noch ganz deppert. Aber Vati, es ist doch erst 7. Darfst nicht... Müsst weinen? Penny, tu, was dein Vater dir sagt. Setz dich, Schatz, ich hab was zu essen gemacht. Let's have a lot of opponents. Flying shoulder block. Down goes the Warrior, healing at this point. And that gloved hand of the Undertaker now to the throats. A lot of bad blood between these two individuals. Was ist denn das für ein Schafrat? Das schmeckt scheiße. A chokehold. Referee cannot move in to see what is going on. Und drückte in der Gestalt, dass er, obgleich stark von Natur, krank und elend wurde. Du hast kein Bier gekauft, bist du völlig verblödet? Ich mache mal Musik an. In deiner Lehre besser. Ja, zu plänen, das ist ja widerlich. Fourchette au poing, l'air abruti. La sauce tomate sur son gilet. Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Vous mariez pas, les filles, vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma, restez plus seul chez votre papa, devenez serveuse chez un poulet. Frau Müller, was ist denn mit Ihnen passiert? Eine Bohndose ist vom Schrank gefallen, als ich eine Maisdose runterholen wollte. Passet Sie auf sich auf, Frau Müller. Sie wissen ja sicher, dass 68% aller Unfälle im Haushalt passieren. Ja, blöd von mir, ich weiß. So, Dille, ich muss jetzt. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Frau Müller, ich weiß genau, Sie kaufen Ihre Bohnen immer frisch. Kümmert Sie sich um Ihr eigenes Gemüse? Bei uns zu Hause im Irak sagen wir immer, die Blume, die mit Gewalt gebrochen wird, verliert ihren Duft. Sie sind eine schöne und intelligente Frau, Frau Müller. Sie sollten wissen, was Sie tun müssen. Schuldig Ihnen. Für die Biere, die Zigaretten, den Kohl und die Würstchen bekomme ich 11,13 Euro. Der Ratschlag war umsonst. Frohe Weihnachten, Frau Müller. Verlieren. Benny? Ja, Mutti? Was würdest du davon halten, wenn wir zu Oma fahren würden? Komm, Mutti, wir gehen. Wir wollen niemals auseinander. Ich verlasse dich. Ich nehme Benny mit. Er wartet unten im Auto. Was? Sieh mich an. Du hast bei unserer Hochzeit versprochen, mich immer zu beschützen und jetzt verletzt du mich. Ich wollte dir doch nicht wehtun. Ach ja? Warum habe ich dein blaues Auge? Schatzi, ich war besoffen. Ich hatte einen schlechten Tag. Es kommt nicht mehr vor. Ich liebe dich doch. Ich brauche dich. Du liebst mich doch auch.
Ich weiß es nicht mehr. Wir hatten so eine schöne Zeit zusammen. Erinnerst dich? An unseren Urlaub in Mallorca? Oder wie wir zusammen in Bielefeld waren? Auf Händen habe ich dich getragen. Oder wie wir den Benni gemacht haben. War das nix? Das wirst du alles wegschmeißen? Wegen einem Ausrutscher? Das war ja nicht das erste Mal. Aber das letzte Mal. Definitiv. Das hast du letztes Mal auch gesagt. Nie wieder. Hörst? Nie wieder. Das verspreche ich dir. Nie, nie wieder. Wirklich? Ich liebe dich doch. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute Brokkoli. Eulner Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Ruhe. Und wieder flennen, das kann sie.